Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tiefen des Ozeans mit Ariel, der Meerjungfrau. Wir sind immer noch auf der Suche nach dem Höhlenschwefel, wo ich immer noch nicht weiß, wo wir es genau finden. Und vor allen Dingen, ich meine, es sieht gelb aus, ja, aber Höhle, ja. Müssen wir mal schauen. Weil wir so ein Reparaturwerkzeug würde ich gerne bauen. Okay, mit der Duck-Taste geht's nicht. Irgendwie, ich dachte, vielleicht mit Ducken kann man tiefer tauchen, aber das funktioniert nicht. Ist hier Höhlenschwefel irgendwo? Oh nein, da sehe ich wieder schon so ein Vieh. Kann man das... Ich weiß halt nicht, ob man sich... Oh, ich bin weg. Vielleicht sollten wir uns irgendwie mal eine Waffe bauen oder so. Ja, ja, ja. 22 Meter. Es wird wieder dunkel. Ich glaube, dann wird es noch gefährlicher. Ist natürlich schwieriger, Ressourcenorte und so zu suchen, wenn man es nicht weiß natürlich. Aber das macht ja den Reiz aus eines Survival-Games, dass man alles erforscht. Und dadurch ist es auch das Gameplay intensiver. Ich würde mal gucken, können wir uns irgendwie eine Waffe bauen oder ein Messer oder so? Weil wir haben ja nur unsere Hände aktuell. Ausrüstung. Werkzeuge. Da, ein Feldmesser. Silikongummi, Titan. Ja, das können wir doch machen. Dann lass uns das mal machen. Einmal Silikongummi und einmal Titan. Das mal eben rüberpacken. Dann würde ich mir mal ein Messer craften. Waffen wurden in einem Massaker aus Orbalrix Prime aus Rettungskapselfabrikatoren entfernt. So, wir haben ein Messer. Ich werde es benutzen. Ich weiß zwar nicht wie. Mit der rechten Maustaste, okay. So, das heißt, wir schauen mal, ob wir den... Obwohl, das ist ja so ein Selbstmordding, ne? Macht zwar jetzt nicht viel aus, aber ich fühle mich jetzt ein bisschen sicherer. So. Höhlen. Wie ist das jetzt? Höhlen. Keine Ahnung. Höhlen, schlag mich tot. Komme hier rein. Anscheinend ja. Was bringt uns das? Ein PDA. Heruntergeladene Sachen. Ah, das ist ja cool. Schädiges Kabel. Okay, müssen wir können diese Tür auch öffnen. Das ist ja mega. Höhlenschwefel brauchen wir, genau. Dann schauen wir mal, wo wir Höhlenschwefel finden. Da unten möchte ich, glaube ich, noch nicht rein. Boah, mit der Musik voll cool. Nimm ich mal mit, weil wir ja sowieso Essen und Trinken brauchen. Der Höhlenschwefel, wie sieht der aus? Ist das so ein Knubbel? Ist das einfach nur so Pulver, was an der Wand hängt? Ist das Höhlenschwefel? Nein. Das ist Säurepilz. Das sind wieder Metallschrott. Gut zu wissen, dass man daraus Titan bauen kann. Dich nehme ich mit. Da würde ich gleich einmal gucken gehen. Ich tauche einmal auf. Muss ich mir mal merken. Ich frage mich, ob es später auch einen Kompass oder sowas gibt. Den man craften kann oder so. Was ist das denn da? Ein Ei. Mhm. Fortgeschrittene Technologien. Theorien. Eine Lampe haben wir nicht, ne? FL? Nee, geht nicht. Soll ich bestimmt bauen. Titan, ja, ganz toll. Ich brauche aber Höhlenschwefel, wäre ganz toll. Das ist eine Höhle. Es ist aber sehr... Alter, ich sehe nichts. Oh Gott. Das soll ich vielleicht am Tage machen. Das ist vielleicht keine gute Idee, jetzt hier nachts durch die Höhlen zu wandern, oder? Oder zu schwimmen.
Boah, wie cool. Okay, das Spiel gefällt mir jetzt schon richtig gut. Ich bin so gespannt, was wir alles erleben werden. Da sind noch mehr Absturzstellen. Also Teile von unserem Schiff. Ich denke auch nicht, dass wir jetzt direkt da hinkommen können. Ich meine, wir können bestimmt hinschwimmen, aber was bringt uns das? Ziel ist jetzt erstmal zu überleben. Und halt voranzukommen. Es wäre schön, wenn es Tag wäre. Dann könnte man nochmal die Höhle durchforsten. Was ist das hier? Okay. Tischkoralle. Können wir aber nicht... Continued degradation of the Aurora's drive core may result in a quantum detonation. Quantenexplosion führen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ob ich diese Höhle je wiederfinden werde? Und wie hübsch das einfach aussieht, so im Dunkeln, ne? So mit dem ganzen... Ich frage mich, was in den Tiefen des Ozeans noch wartet, so auf uns. Höhlenkoralle, Höhlen... Dingsschwefel. Wie sieht Höhlenschwefel aus? Und wo hängt es? Ein Kreaturenei. Ah, okay, die platzen. Da ist Höhlenschwefel. Ah, so. Ah, okay. Ja, nice. Brauchen wir sowieso, glaube ich, erstmal nur einmal, ne? Komm her, Fisch. Schwimm nicht weg. Bleib hier. Ich brauche Nahrung. So. Das ist also Höhlenschwefel. Das ist ja interessant. Nee, was wollten wir jetzt bauen? Ein Reparaturwerkzeug, ne? Silikongummi hatten wir, glaube ich, noch. Oder? Jo, hatten wir noch. Ein Reparaturwerkzeug. Juhu! Sehr schön. Ich frage mich, wie man die Sachen analysieren kann. Mit der 3 habe ich ein Reparaturwerkzeug. Wie kann ich das reparieren? Ach, das hat 100 Energie. So, Kommunikator repariert. Was kann ich, was... Notsignal wird gesendet. Rescue operation will be dispatched to your location in 9, 9, 9. Okay, die Aurora ist übrigens unser Schiff, das große. Continue to monitor for emergency transmissions from other life pods. Ich repariere mal hier. Life pod secondary systems online. Geil, Alter. Status okay. Ja, nice. Solarenergiezelle, Solarenergiezelle. Ah, wir haben Solarenergiezellen, deswegen. Ah, okay. Ja, cool. Geil. Mega. Feier ich ein bisschen. Das Problem ist nur, dass unser Inventar schon wieder fast voll ist, so wie bei Breath Edge tatsächlich. Hm. Okay, das sind die ganzen Aufzeichnungen. Das ist die Datenbank. Da stehen dann auch nochmal ganz tolle Sachen drin. Okay, gut. Haben wir das auch gelesen. So. Das heißt, wir können bestimmt später auch noch unsere Base ausbauen und alles. Wir bräuchten aber noch ein Lager und alles. Das wäre halt auch noch toll. Was können wir denn hier bauen? Batterie aus Säurepilz und Kupfererz. Ah. Lass mal schauen, was wir alles noch haben an Werkzeugen. Ein Scanner zum Ermitteln. Batterie, wissen wir, wie es geht. Eine Taschenlampe wäre cool. Auftriebskörper, Leuchtverklammer sogar, Konstruktionswerkzeug. Aha, da brauchen wir einen Kabelsatz, eine Batterie und einen Computerchip. Batterie können wir bauen. Oder? Wir haben so einen Säurepilz. Wir brauchen Kupfererz. Mal gucken, ich muss erstmal so ein bisschen durchchecken hier, wo das war. Wie baue ich denn eine Batterie?
Ach, zweimal Säurepilz. Okay, alles klar. Dann nehmen wir den mit. So. Elektronikbatterie. Das heißt, mit den Solarenergiezellen laden wir quasi unser Schiff automatisch auf. New Blueprint, genau. Batterie haben wir jetzt. Was war das jetzt gewesen? Das Konstruktionswerkzeug. Ein Kabelsatz und ein Computerchip. Ein Kabelsatz und ein Computerchip. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kupferdraht. Zweimal Silbererz. Isolierter Draht. Okay. Haben wir Silbererz schon? Nee, ne? Haben wir, glaube ich, noch nicht. Wir haben einen neuen Blueprint. Der wo ist? War das oben schon? Ah, Energiezelle. Okay, alles klar. Tragbare Energiezelle mit hoher Kapazität. Tragbar? Wir müssen erstmal gucken, wo wir Silbererz herbekommen. Weil ich glaube, damit können wir dann auch wahrscheinlich... Können wir irgendwie ein... Schwimmflossen, interessant. Schwimmende Luftpumpe, auch toll. Ein schwimmendes Gerät, das Luft in der Leitung pumpt, dient als Startpunkt für ein Leitungssystem. Ah, nice. Mobile Fahrzeugstation, was? Seegleiter, cool. Ich hätte gern ein Lager. Lebensform Zuchtbehälter. Wandspind, hier, zweimal Titan. Innenmodule. Okay, wie bauen wir den? Ein Wandspind? Bei Geräte? Wasserdichter Behälter. Ein kleiner Behälter, das die Position im Wasser behält. Das ist interessant. Aber ich glaube, den Wandspind können wir, glaube ich, nur mit dem Konstruktions... Werkzeug bauen, würde ich jetzt behaupten. Das ist Nahrung. Können wir übrigens mal machen. Wir haben Hunger. Zu trinken haben wir ja, glaube ich, noch. Würde ich mir direkt mal in die... in den Balch hauen. So, dann haben wir 97. Trinken haben wir hier drin. Würde ich mir mal zweimal trinken. Behälter wechseln, kann ich ja direkt benutzen hier? Ja, achso, brauche ich also nicht schließen. Okay, wir sind voll, Lebensenergie auch voll. Quarzerz, Salzablagerung, aber wir haben keinen Silbererz, ne? Da haben wir sogar noch einen Blasenfisch zum Essen. Wir haben hier noch einen Nährstoffblock, nice. Fackel, weiß nicht, ob wir die in der Hand halten können. Kreaturei lege ich mal dahin, Medipack auch, Batterie auch, was jetzt ganz wichtig wäre oder ganz toll wäre tatsächlich, wäre dieses Werkzeug, dieses Konstruktionswerkzeug, damit können wir wahrscheinlich dann auch bauen, das heißt wir brauchen einen Kabelsatz und ein Computerchip. Silbererz. Wir müssen also irgendwie Silbererz ausbauen. Kann ich eine Fackel mitnehmen? Ich würde mal eine Fackel einfach mal mitnehmen. Kriegen wir bestimmt in den Höhlen Silbererz. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wir können auch nochmal dieses Schwefel mitnehmen. Jetzt wissen wir ja, wo wir Schwefelerz herbekommen. Oder dieses Höhlenschwefel. Okay. Die muss ich aber, glaube ich, anzünden, die Fackel. Boah, puh, Alter. Okay. Da kriegen wir auf jeden Fall das Schwefel her, ne? Genau. Blei. Interessant. Nehmen jetzt alles mit, was wir kriegen können. Quarz, ich brauche die Silbererz. Kupfererz. Ich tausche schon mal auf. So. Also es ist, glaube ich, wichtig, Höhlen zu erkunden.
Quarz würde ich jetzt nochmal liegen lassen. Ein bisschen... Oh. Alter. Also die nerven aber ein bisschen, muss ich sagen. Uah, nein, ich schon wieder. Oh Gott, wie kann man die denn abwehren? Ich glaube, da brauchen wir eine Waffe für oder so. Kann das sein? Wir sind schon wieder fast tot. Das war Kupfer. Ja, wir brauchen Lebensenergie. Ich will einmal zum... zu unserer Rettungskapsel. So. Man kann übrigens auch von oben rein. Ich habe jetzt die ganze Zeit von unten benutzt. Ich wollte jetzt einfach mal nur zeigen, dass es auch von oben auch geht. Wir haben einen... Ne, mehrere sogar. Ach, die regenerieren immer. Das ist ja super. Komm, ich benutze mal direkt einen Medipack. 69 reicht ja, glaube ich, jetzt erstmal. So, wir haben zwar Quarz, Titan, alles ganz schön, Blei und so, aber wir haben immer noch kein Silbererz gefunden. Gibt's eine Waffe, die man bauen kann gegen diese Viecher? Taschenlampe? Antriebskörper? Notfallantriebskörper. Eine chemische Reaktion produziert Gas zum persönlichen Auftrieb. Auftrieb, ach so. Ein Scanner. Spektro, okay, vielleicht so ein Scanner mal bauen? Batterie brauchen wir dafür. Zweimal Säurepilz. Haben wir noch Säurepilz da? Ja, zweimal. Würde ich nochmal eine Batterie bauen? Dann würde ich mal gucken, dass wir uns so einen Scanner mal herstellen. The scanner can be used to synthesize blueprints from salvage technology and to record alien biological data. Schnellzugriff zuweisen. Ah, okay. Das hätte ich gerne auf der 1, den Scanner. Auf der 2 hätte ich gerne... Nee, auf der 1 hätte ich gerne das Messer. Auf der 2 den Scanner, auf der 3 das Reparaturwerkzeug und auf der 4 die Fackel. 1. 1. 2. Ich kann mich selber damit scannen. Das ist natürlich super. So, okay. Dann lass mal auf Erkundungsreise gehen mit dem Scanner. Was können wir denn alles scannen? Hier. Okay. Ist das wichtig, das alles zu scannen? Würde ich jetzt mal behaupten, ne? Oder? Damit werden wir wahrscheinlich herausfinden, was wir alles damit machen können. Gehe ich von aus, ne? Blaupalme. Ist ja interessant. Das heißt, wir müssen viel lesen. Mhm, interessant. Hier war auch noch irgendwas zum Scannen gerade, oder? Da habe ich mich da verguckt. Ah, hier. Riesenröhrenkoralle. Es wird schon wieder dunkel. Dann können wir gleich mal die, Fackel ausprobieren. Oh. Sauerstoff. Ja, 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 ja. Gar kein Problem. Kann natürlich auch Tiere scannen, dann wissen wir auch, wofür die Tiere sind. Oha, ist gar nicht so einfach. Können wir die auscannen? Oh, die sind ja witzig. Hallo, mein Freund, bleib mal stehen. Oh, die sind ja süß. Glubscher. Schön. Okay. Hä, wurde es nicht gerade dunkel? Oder habe ich mich verguckt? Habe ich den schon? Nein, den habe ich noch nicht. Bleib stehen! Stielauge. So, wir sind in einer Höhle. In der wir schon waren, glaube ich. Ja, Quarz. Eigentlich wollte ich es nicht aufnehmen. Hier unsere Freunde, die uns mal das Schwefel besorgen. Wir sollten nach oben, ne? Ja, ich weiß. Huah!
Okay, aber es macht schon echt Laune, muss ich sagen, das Game. Das bockt schon richtig an. Ich bin so gespannt. Wir kommen gut voran. Sonst irgendwas noch zum Scannen? Glubschi und so? Vielleicht ein paar Teile bei uns? Können wir da an den Abschottstellen vielleicht irgendwas scannen? Hier, den hier haben wir noch nicht. Es gibt bestimmt auch Tiere, die halt schüchtern sind. Es gibt bestimmt Tiere, die halt auch Kaninchen rochen. Das ist ja niedlich. Es gibt bestimmt auch Tiere, die angriffslustig sind. Ich meine, haben wir ja schon kennengelernt. Okay, hier können wir aber nicht scannen, oder? Doch, Drehstuhl. Schreibtisch. Schreibtisch haben wir. Okay, wahrscheinlich zum Bauen. Mir war so, als könnte man diese Kissen irgendwie öffnen. Da habe ich irgendwie eine Erinnerung dran von früher, wo ich das im Streamer gespielt habe. Warte mal, funktioniert die Fackel? Wie nutze ich die denn? Ach so, die wirft er dann. Nein! Ah, den Blasenfisch haben wir auch noch nicht gescannt, ne? Können wir ja mal machen. Ich meine, wir wissen, wofür er ist. Nehmen wir mal mit. Ah, okay, dafür ist die Fackel also. Kann ich wieder aufnehmen? Die könnte man gut in den Höhlen schmeißen, ne? Wenn es dunkel ist. Vielleicht bauen wir uns als nächstes auch eine Taschenlampe. Das wäre natürlich ganz nice. Ich scanne jetzt erstmal alles ab. Glückwunsch, Überlebender. Du hast deine wöchentliche Überlebensquote auf 500% übertroffen. Schön. Schneide Schlingpflanzen mit dem Messer. Ach so. Und was... Ah, können wir die vielleicht auch anbauen später? Das wäre natürlich sehr, sehr interessant, ne? So, ansonsten haben wir, glaube ich, jetzt erstmal unsere Umgebung soweit, glaube ich, erstmal alles abgescannt, ne? Das, was wir so entdeckt haben. Boah, wie cool. Also, unter Wasser ist schon sehr interessant, muss ich sagen. Haben wir den schon? Nee, den haben wir... Doch, den haben wir, glaube ich, schon gescannt. Kreaturenei. Inventar ist voll. Ja, das dachte ich mir. Jetzt haben wir nämlich so langsam ein Problem. Aber ist nicht so schlimm. Wie es immer so ist, ist mein Inventar voll. Das ist ganz typisch. Und wir haben jede Menge zu lesen. Lebensformen. Korallen. Riesenkorallen. Die Vielfalt der Korallenformationen auf 45, 46b scheinen unterschiedliche Lösungen für das Problem zu sein, die Wasser- und Nährstoffversorgung in den ganzen Kolonien zu gewährleisten. Diese besonderen Unterart filtert Wasser durch die Röhren und nimmt dabei Nährstoffe auf. Ihre Größe zeigt, dass sie damit überaus erfolgreich ist. Beurteilung. Röhrenkorallenproben sind reich an Kalzium und verwendbar zur Herstellung von Chlorbleiche. Interessant. Gut, Pflanzen. Da können wir aber nochmal reingucken, wenn wir irgendwas nochmal erfahren wollen. Das sind die Aufzeichnungen von unserem PDA. Und jetzt haben wir wieder ein Blueprint. Ah, guck mal, Spind und Wandspind. Zweimal Titan haben wir, aber wie bauen wir das? Ein Schild. Wir brauchen bestimmt... Ach, wir können sogar noch einen Fabrikator bauen. Wir brauchen bestimmt dieses Reparaturtool. Da würde ich für wetten. Pfadfinderwerkzeug. Setzt holographische Pfadfinderscheiben aus. Wird verwendet, um einen Weg aus Höhlen zu markieren oder aus Bereichen, in denen Orientierung schwerfällt. Höchstens 20 Scheiben pro Pfad. Krass. Man muss sich also Pfade machen. Faserngewebe haben wir jetzt auch eine Blueprint bekommen. Ja, wir müssen immer noch gucken, wo wir Silbererz herbekommen. Gibt es da irgendwie silbererzmäßig geologische Daten?
Lebensausrüstung. Einheimische Lebensform, Pflanzen, Korallen, Tiere. Steht jetzt nichts. Baupläne, warte mal, Baupläne. Vielleicht. Ausrüstung, Reparaturwerkzeug. Luftpumpen, Handscanner. Konstruktionswerkzeug, hier, aha. Konstruktionswerkzeug. Das tragbare Konstruktionswerkzeug von Altera ist in 11 verschiedenen Trans-Staaten seit über 50 Jahren ein unverzichtbares Werkzeug für Xenon-Wissenschaft, Kolonisierten und Katastrophenhelfer. Basismodule sind hermetisch von der Außenwelt abgeschlossen. Konstruktion an Land und Wasser oder im Vakuum, Basen, können zur Langzeitbehausung abgeliehen. Local radiation readings suggest the Aurora's drive core. Okay. Abgelegenen Forschungsstationen, Verteidigungsaußenposten und mehr erweitert werden. Kunstanleitung. Wählen ein Basismanagement im Menü des Konstruktionswerkzeugs aus und platziere, wo es gerade passt. Hier steht aber nicht, wo wir Dings herbekommen. Solarmodul, okay. Fahrzeuge. Es wird auf jeden Fall noch sehr, sehr interessant. Ich bin sehr gespannt drauf. Wir müssen mal gucken, dass wir die Silbererz bekommen. Was war das hier gewesen? Wo war das jetzt? Gold. Wir haben Gold. Können wir oder... Herstellen können wir das nicht. Grundmaterialien. Eher gut. Faserngewebe. Glas. Wir können Glas herstellen mit Quarz. Silbererz, aber Silbererz müssen wir, glaube ich, abbauen. Das können wir, glaube ich... Silbererz können wir, glaube ich, nicht selber herstellen. Schau, ein bisschen Wasser her. Pfadfinderwerkzeug, okay. Seegleiter. Wir müssen irgendwie Silbererz finden. Ich glaube, das ist aber eine Aufgabe für Flex in der Zukunft. Und dann schaltet ihr wieder ein, wenn es heißt Subnautica. Bis dann. Tschüss.